Liebe Zuschauer, guten Morgen und herzlich willkommen heute nicht aus dem Handelssaal der Börse Stuttgart, sondern von der Finanzmesse Invest, die heute Morgen ihre Pforten geöffnet hat. Heute und morgen findet die größte Anlegermesse Deutschlands in Stuttgart statt. Und Sie sehen schon, hinter mir füllen sich die Hallen. Es sind rund 140 Aussteller, viele Diskussionsrunden, Fachvorträge. Also jede Menge Möglichkeit, sich zu informieren, und Gesprächsbedarf und Gesprächsstoff gibt es ja in diesen Zeiten immer mehr als genug. Der DAX allerdings, der ist zum Wochenausgang relativ ruhig. Wir sind bei rund 12.000 Punkten, also da tut sich aktuell nicht viel, nachdem wir gestern ein neues Jahreshoch erklommen haben. Aber jetzt erstmal eine abwartende Haltung. Charttechnisch sieht es gut aus, nachdem eine wichtige Hürde bei 11.800 Punkten überwunden wurde. Der nächste Widerstand wäre dann bei 12.100 und 4 Zählern. Also da sind noch ein paar Punkte hin, der ist wichtig. Aber wie gesagt, eigentlich gute Stimmung, die Vorgaben aus Asien und den USA waren gut. Der Handelskonflikt macht Hoffnung. Es sieht aus, als ob man sich immer weiter annähert. Donald Trump meinte, eine Lösung, ein Abschluss innerhalb von 4 Wochen ist durchaus möglich. Das hat den Kursen, wie gesagt, gut getan. Könnte eigentlich auch die Ölpreise weiter anschieben. Die machen zum Ende der Woche allerdings erstmal eine kleine Pause bzw. einen kleinen Rücksetzer, nachdem sie gestern so deutlich angestiegen waren. Und was die Aktien betrifft, die heute im Fokus stehen, da sind die Banken wieder ganz vorne mit dabei. Deutsche Bank und Commerzbank. Es geht um die Fusion. Gestern kamen Gerüchte auf, dass die UniCredit möglicherweise Interesse hat, die Commerzbank zu übernehmen, falls es keine innerdeutsche Fusion gibt. Jetzt hört man, dass bei der Commerzbank versucht wird, die Mitarbeiter zu überzeugen von den Vorzügen der Fusion. Zugleich meldet sich aber auch die Aufsicht, die sagt, sollten die beiden Institute tatsächlich zusammengehen, also Deutsche Bank und Commerzbank, dann müssten sie ihre Kapitaldecke noch ein bisschen besser ausstatten, also noch ein bisschen mehr aufstocken. Ansonsten zwei Aktien, die auch im Blick sind, Samsung mit einem Gewinneinbruch und Bayer natürlich mit den Glyphosat-Problemen, mit der Klagewelle. Da gibt es jetzt aber ganz klaren Rückenwind vom Aufsichtsrat. Soweit die wichtigsten Themen am Freitagvormittag direkt hier von der Invest. Und ich kann Sie nur einladen, kommen Sie zu uns, es lohnt sich. Wir freuen uns auf Sie.